Einmal hat sich Jesus zum Gebet zurückgezogen und nur seine Jünger waren bei ihm. Dann hat er sich gefragt, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Dann haben sie gesagt, ein paar sagen, du seist der Johannes der Täufer, der sich auferstanden. Andere sagen, der Elia sei zurückgekommen. Und wieder andere meinen, einer von den alten Propheten sei von den Toten auferstanden. Und ihr, hat Jesus wohl wissen, wer sagt dir, dass ich bin? Dann hat Petrus geantwortet, du bist der Messias, der von Gott geschickt ist, worden, uns zu retten. Und dann hat Jesus streng verboten, jemandem davon zu erzählen. Er hat gesagt, der Menschensohn muss Schlimmes erleiden. Er wird von den Ratsältesten, den Priestern und den Theologen verstoßen und getötet werden. Aber am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Wo der von Gott vorausbestimmte Tag ist näher gekommen, wo Jesus wieder zurück im Himmel aufgenommen werden soll, hat er sich ganz bewusst auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Er hat ein paar Boten vorausgeschickt, die ihm in einem samarischen Dorf eine Unterkunft organisieren sollen. Aber die Dorfbewohner haben sich geweigert, Jesus bei sich aufzunehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Wo der Jakobus und der Johannes das haben gehört, haben sie gefragt, Herr, soll ihm befehlen, dass Feuer vom Himmel herabkommt und sie alle vernichtet? Aber Jesus hat sich zu ihnen umgedreht und sie zurechtgewiesen und gesagt, ihr wisst ja gar nicht, was für einen Geist aus euch herausredet. Der Menschensohn ist doch nicht gekommen, für Menschenleben zu vernichten, sondern für sie zu retten. Dann sind sie weiter in ein anderes Dorf gezogen. Unterwegs hat jemand gerufen, ich will dir nachfolgen, egal wo du hergehst. Aber Jesus hat ihm geantwortet, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben ihre Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich herlegen kann und sich ausruhen. Und zu jemand anderem hat Jesus gesagt, komm du mit mir mit. Aber er hat gesagt, ja, aber lass mich noch zuerst heim, meinen Vater beerdigen. Aber Jesus hat geantwortet, überlass den Toten, ihre Toten zu beerdigen, aber deine Berufung ist es, allen davon zu erzählen, dass Gott seine Herrschaft jetzt aufrichten will. Und wieder jemand anderes hat gesagt, ja, Herr, ich komme mit dir mit, aber lass mich noch schnell zuerst heim und richtig Abschied nehmen von meiner Familie. Aber zu ihm hat Jesus gesagt, wer seine Hand an die Flur gelegt und er zurückschaut, qualifiziert sich nicht für das Reich von Gott. Einmal ist ein Experte in Theologie zu Jesus gekommen und hat ihn mit einer Frage auf die Probe stellen. Er hat gefragt, Lehrer, was muss ich eigentlich machen, dass ich das ewige Leben überkomme? Hat Jesus gesagt, was steht im Gesetz von Mose, was liest ich dort? Hat er ihm gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Und zwar von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Willen, von ganzer Kraft und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selber. Jesus hat gesagt, bravo, richtig. Mach das und du wirst leben. Aber als sich der Theologe für seine Frage rechtfertigen wollte, hat er weiter gefragt, aber wer ist denn mein Mitmensch? Und diese Frage hat Jesus mit einer Geschichte beantwortet. Einmal ist ein jüdischer Mann von Jerusalem auf Jericho runtergelaufen. Unterwegs ist er überfallen worden von Räubern. Sie haben ihm alles weggenommen und ihn zusammengeschlagen und halbtot am Strassenrand liegen. Zufälligerweise ist ein Pharisäer dort vorbeigekommen, wo er den Mann dort gesehen hat. Er hat einen grossen Bogen um ihn gemacht und ist weitergezogen. Auch ein Tempodiener ist an dieser Stelle vorbeigekommen und hat auch, als er den Mann dort gesehen hat, einen grossen Bogen umgemacht und ist ebenfalls an ihm vorbeizogen. Schlussendlich ist einer von den verbönten Samariter an diese Stelle gekommen. Und als er den Mann dort gesehen hat, hat er Mitleid bekommen. Er ist zu ihm hergegangen, hat seine Wunden mit Olivenöl und Wein gepflegt und sie eingebunden. Dann hat er den Mann auf sein eigenes Essen aufgesetzt und ihn zum nächsten Gasthof geführt, wo er sich noch weiter um ihn kümmert. Am nächsten Morgen hat er dem Gastgeber 2 Silbermünzen in die Hand gedrückt und gesagt, pfleg den Mann bitte noch weiter und wenn du mehr solltest brauchen als das, dann will ich das zahlen, wenn ich wieder zurückkomme. Was meinst du? Welcher von diesen dreien ist der Mann, der überfallen wurde, ein Mitmensch gewesen? Der Theologe hat geantwortet, eigentlich der, der ihm geholfen hat. Dann gang und mach's auch so, hat Jesus gesagt. Als Jesus mit seinen Jüngern weiter Richtung Jerusalem ist, zogen, sie sind in ein Dorf gekommen, wo sie eine Frau bei sich daheim hat aufgenommen. Die Frau hat Martha geheissen und sie hat eine Schwester gehabt, die Maria geheissen. Die Maria ist bei den Füßen von Jesus
abgehockt und hat ihm zugelassen. Die Martha war derweilen fest damit beschäftigt, zu kochen, das Essen vorzubereiten. Und ist schliesslich zu Jesus gekommen und hat gesagt, Herr, stört es eigentlich nicht, dass mich meine Schwester alles selber machen lassen? Sagen Sie, sie soll mir helfen. Aber Jesus hat zu ihr gesagt, meine liebe Martha, du sorgst dich viel zu fest um all die Details, während es hier nur etwas gibt, was wirklich wichtig ist. Maria hat das entdeckt und sie hat sich für etwas entschieden, das ihr niemand wegnimmt.